Ich rufe auf Top 23 und 24 unserer Tagesordnung, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs Fraktion der Freien Demokraten, Hessisches Grundsteuergesetz, Drucksache 20-6871 zu Drucksache 20-5538, mit der zweiten Lesung Gesetzentwurf Landesregierung, Hessisches Grundsteuergesetz, Drucksache 20-6872 zu Drucksache 20-6379, mit dem Änderungsantrag Fraktion Die Linke, Drucksache 20-6931. Und für beide Gesetzentwürfe bitte ich Herrn Reul zur Berichterstattung ans Rednerpult. Frau Präsidentin, ich berichte gerne über die beiden Gesetzentwürfe im Haushaltsausschuss. Dort wurde beraten zur Drucksache 20-5538, die Beschlussempfehlung. Das ist der Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Dies wurde beschlossen mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und DIE LINKE. Gegen die Freien Demokraten bei Stimmenthaltung der AfD. Der zweite Gesetzentwurf, der mit aufgerufen ist, dort wurde im Haushaltsausschuss, und zwar es handelt sich um die Drucksache 20-6379, der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Hessischen Grundsteuergesetz, dort empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Dies wurde beschlossen mit den Stimmen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als erste Rednerin bitte ich Frau Dahlke von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In Hessen kommen wir heute wieder einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer gerechten, einfachen und verständlichen neuen Grundsteuer. Für die neue Regel hatten wir von Anfang an das Ziel, das Modell muss für alle, die die Steuer zahlen oder die sie berechnen müssen, verständlich und gut umsetzbar sein. Und vor allem muss die Steuer alle BürgerInnen und die Unternehmen gerecht und angemessen beteiligen. Und ich erinnere noch einmal an die Bestandteile der neuen Rechnung. Im Mittelpunkt stehen die Flächen des Grundstücks und der darauf stehenden Gebäude. Danke schön. Außerdem, und das unterscheidet den Entwurf der Landesregierung von dem reinen Flächenmodell der FDP, das wir ja heute auch beraten, außerdem wollen wir auch schauen, wo ein Grundstück liegt und die Lage innerhalb der Kommune in die Grundsteuerberechnung einbeziehen. Denn bei jedem einzelnen Grundstück spielt die Lage eine Rolle dabei, wie gut die Menschen von der kommunalen Infrastruktur profitieren können. Und es macht eben einen Unterschied, ob mein Grundstück z.B. in Frankfurt-Zeilsheim oder in Frankfurt-West entliegt. Die Beispiele sind mir jetzt so spontan eingefallen. Und die Pressemitteilung nach der Anhörung, die wir Anfang November hatten, die waren wirklich sehr spannend. Frau Schardt-Sauer verkündete für die FDP breite Zustimmung für ihr Modell. Und Frau Kalveram für die SPD hat den Entwurf der Landesregierung enttäuschend genannt. Das können Sie ja gerne machen, aber ich frage mich wirklich ein bisschen, in welcher Anhörung Sie dabei waren, weil es nämlich ganz deutlich so war, dass die Anzuhörenden sich in ganz großer Mehrheit extrem lobend und anerkennend über den Entwurf der Landesregierung geäußert haben. Niemand, wirklich niemand war dafür, das hochkomplexe Olaf-Scholz-Modell ohne Änderungen zu übernehmen. Selbst die wenigen Anzuhörenden, die meinten, das Modell sei ohne Zweifel am genauesten, und das bestreitet ja auch niemand, selbst die waren der Meinung, das Modell sei extrem schwierig umzusetzen, sehr streitanfällig und in seiner Detailgröße der Steuer nicht angemessen. Unser Lagefaktor, der die Unterschiede innerhalb der Kommune berücksichtigen soll, der wurde ganz überwiegend aber als gerecht und verständlich anerkannt. Herr Schalauske hat in der ersten Lesung ja von der Kluft zwischen Arm und Reich gesprochen und gefordert, dass diese Kluft nicht immer weiter auseinanderklaffen darf.
Und ja, diese Kluft, die muss sogar kleiner werden. Aus Sicht der Grünen hätte man da zum Beispiel auf Bundesebene einige Sachen vereinbaren können jetzt im Ampelkoalitionsvertrag, zum Beispiel die Verschiebung der Einkommensteuer von niedrigen hin zu höheren Einkommen. Das hätte man machen können. 10.000 Euro Einkommensteuer pro Jahr zahlt die durchschnittliche steuerpflichtige Person. Bei der Grundsteuer sind es nur 200 Euro. Und die Grundsteuer ist mit ihrem relativ geringen Steueraufkommen aus unserer Sicht deswegen nicht der zentrale Ansatzpunkt für diesen politischen Kampf. Ja, da gibt es andere Maßnahmen, und ich bin zum Beispiel sehr froh, dass auf Bundesebene im Ampelkoalitionsvertrag eine Kindergrundsicherung und auch ein höherer Mindestlohn drinstehen. Und ein Problem, was die Menschen vor allem in den Ballungsräumen ja sehr beschäftigt, sind hohe Mieten und knapper Wohnungsraum. Mit der Grundsteuerreform wollen wir den Kommunen deswegen die Möglichkeit in die Hand geben, auf brachliegende, aber baureife Flächen eine Grundsteuer C einzuführen. Auch das wurde insbesondere von den kommunalen Spitzenverbänden sehr gelobt. Leider haben sich aber insbesondere die UnternehmensvertreterInnen gegen die Grundsteuer C ausgesprochen, weil sie nicht wollten, dass Unternehmen bestraft werden, die Erweiterungsflächen bereithalten. Allerdings haben wir ja die fortschreitende Digitalisierung, und zusätzlich hat auch die Arbeit im Homeoffice durch die Pandemie einen nachhaltigen und großen Schub erfahren. Und natürlich lassen sich nicht alle Jobs im Homeoffice erledigen, aber da, wo das geht, kann das in Zukunft ein echter Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt sein. Und gleichzeitig fehlt eben, wie gesagt, besonders im Ballungsraum der dringend benötigte bezahlbare Wohnraum. Und ich bedauere das wirklich, dass in diesen Zeiten von Seiten der Unternehmen der Fokus dann auf mögliche Erweiterungsflächen gelegt wird und nicht der Bedarf, der ja auch für ihr eigenes Personal an Wohnraum gesehen wird. Das ist für uns wirklich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und außerdem liegt die Entscheidung über die Grundsteuer C ja bei den Kommunen, die selbst die Lage vor Ort im Blick haben. Als Land ist es uns aber wichtig, zu helfen, dass Anreize hin zu dem dringend benötigten Wohnungsbau gesetzt werden können. Und wir freuen uns sehr über das hohe Interesse an der Grundsteuer C, und wir hoffen, dass viele Kommunen die Möglichkeit dann auch wirklich nutzen und die Grundsteuer C umsetzen werden. Und ich will auch noch einmal etwas zur Aufkommensneutralität sagen, denn auch das war ein großer Punkt in der Anhörung. Alle Beteiligten waren sich von Beginn an einig, die Steuerpflichtigen bei der Grundsteuer sollen nicht per se mehr zahlen, weil die bisherige verfassungswidrige Berechnungsmethode mit der Reform korrigiert wird. Klar ist aber auch, individuelle Verschiebungen wird es selbstverständlich geben, weil das alte System ja vom Verfassungsgericht eben als genau nicht gerecht eingestuft worden ist. Aber unabhängig von der Methode zur Berechnung legen die Kommunen ja einen Hebesatz fest. Und dieser wird über die tatsächlichen Beträge entscheiden. Wenn alle Grundstücke neu bewertet sind, wird das Land den Kommunen die Hebesätze bekannt geben, mit denen die Steuern insgesamt auf gleicher Höhe anfallen. Und wir haben aus der Anhörung mitgenommen, je früher, desto besser ist das für die Kommunen. Wir gehen aber davon aus, dass die Kommunen in Kenntnis dieser aufkommensneutralen Hebesätze dann im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ganz kluge Entscheidungen treffen werden. Und selbstverständlich können Hebesätze auch im späteren Verlauf angepasst werden, wenn es die kommunale Haushaltslage erfordert. Aber die Reform selbst soll eben nicht zu einer stärkeren Belastung führen. Unterm Strich heißt das für uns, die GrundstücksbesitzerInnen werden alleine durch die Reform eben nicht stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligt, und die Kommunen können trotzdem auf stabile Einnahmen zählen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Wir freuen uns, dass wir heute die Berechnung für eine verständliche, einfache und gerechte neue Grundsteuer, dass wir der näher kommen. Und wir bitten auch in der zweiten Lesung um Zustimmung zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Frau Kalberam ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sehr geehrte Frau Dahlke, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich finde das immer noch enttäuschend, den Gesetzentwurf der Landesregierung. Schwarz-Grün verschenkt heute einmal mehr die Gelegenheit, Hessen zukunftsfähig aufzustellen, und diesmal eben bei der Reform der Grundsteuer. Der uns vorliegende Gesetzentwurf wird dazu führen, dass eine in einem innenstadtnahen sozialen Brennpunkt gelegene geringwertige Immobilie dieselbe Steuerlast hat wie eine flächengleiche Villa in bester Stadtlage. Das ist ungerecht, und das ist auch unsozial. Flächenmodelle sind prinzipiell so ziemlich das ungerechteste Modell, das man sich ausmalen kann. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern aus einer Rede des grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Schmidt. Diese Ungerechtigkeit könne man den Bürgern nicht erklären, findet er. In Hessen hingegen wollen auch die GRÜNEN, dass genau diese Ungerechtigkeit zum Gesetz gemacht wird. Im Gesetzentwurf der Landesregierung wird zwar anders als im reinen Flächenmodell der FDP ein Faktor zum Zweck einer lagebezogenen Korrektur angelegt, aber dieser ist rein willkürlich gewählt. Es wird angenommen, dass eine unterschiedliche Lage eine unterschiedliche Nutzung der Infrastruktur bedingt. Diese Annahme wird aber gar nicht weiter begründet, ist aber die zentrale These des Flächenfaktorverfahrens. Anders als im Scholz-Modell hingegen gibt es keine empirisch belegten Daten, die in diese Bewertung eingehen. Die Forderung des Bundesverfassungsgerichts, den Belastungsgrund realitätsgerecht umzusetzen, kann der vorgelegte Gesetzentwurf so nicht erfüllen. Das ist auch in der Anhörung gesagt worden. Also ich war in der gleichen Anhörung wie Sie. Was der Finanzminister als völlig logisch darzustellen versucht, ist also total aus der Luft gegriffen und willkürlich politisch gesetzt. Eine Flächensteuer, die Immobilien gleicher Größe, aber unterschiedlicher Beschaffenheit, Alter und Ausstattung gleich behandelt, die potenzielle Erträge von Immobilien aber überhaupt nicht berücksichtigt, ist aber nicht nur ungerecht, sondern eben auch verfassungsrechtlich bedenklich. Das sehen eben auch die GRÜNEN in Bayern so. Aber in Hessen gehen die grünen Uhren ja erstaunlicherweise immer ganz anders. Sie laufen eben immer noch rückwärtsgewandt im Takt mit der CDU. Hessen hat, wir haben das eben schon gehört, ebenso wie Bayern bei der Grundsteuer die Länderöffnungsklausel genutzt. Diese auf Druck der CSU erfolgte Klausel erlaubt es prinzipiell Ländern, in einem Flächenmodell die Größe des Grundstücks zur Berechnung heranzuziehen. Ja. Aber auch eine im Rahmen der Abweichungskompetenz landesrechtlich ausgestaltete Grundsteuer muss nun einmal den steuerlichen Prinzipien genügen, die sich aus dem Grundgesetz ergeben. Beim vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung kann man daran berechtigte Zweifel haben. So hat es eben auch Prof. Dr. Löhr in der Anhörung ausgeführt. Wollen Sie denn jetzt tatsächlich nach einem verfassungswidrigen Sondervermögen, nach einer verfassungswidrigen Beamtenbesoldung auch noch ein möglicherweise verfassungswidriges Grundsteuergesetz vorlegen? Wollen Sie das echt? Und damit dann das Risiko eingehen, dass die hessischen Kommunen im Rahmen der zu erwartenden rechtlichen Auseinandersetzungen erhebliche haushaltsrechtliche Risiken eingehen müssen. Und das alles nur deshalb, weil Sie unbedingt einen Sonderweg einschlagen wollen, weil Sie partout nicht das Modell von Olaf Scholz übernehmen wollten. Und das, obwohl Ihnen selbst die Steuerberaterkammer gesagt hat in der Anhörung, dass das Modell von Olaf Scholz das genauere sei. Jetzt wohl aber die Zeit fehle, das in Hessen noch umzusetzen. Mit anderen Worten, es wäre ja gerechter gegangen, wenn Hessen sich nicht so viel Zeit gelassen hätte. So viel Zeit, dass die FDP noch vor Ihnen einen Gesetzentwurf präsentiert hat. Jetzt ist es halt zu spät, das kompliziertere Bundesmodell umzusetzen, auch wenn dies für eine gerechtere Besteuerung sorgen würde. Die Zeit ist jetzt knapp. So knapp, dass die notwendige parlamentarische Debatte scheinbar kaum noch abgewartet werden kann. Die Frankfurter Neue Presse hat schon letzte Woche, also bevor wir die Anhörung zum Gesetzentwurf im Ausschuss überhaupt ausgewertet haben
oder gar hier im Parlament diskutiert haben, gemeldet, dass der Landtag die Neuregelung zur Grundsteuer beschlossen habe. Und die Grundstückseigentümer zwischen dem 1.7. und 31.08.2022 ihre Steuererklärung zur Neuberechnung abzugeben hätten. Das hat die FDP ja vermutlich nicht einfach so frei erfunden. Irgendjemand muss es ihr ja gesagt haben. Der Finanzminister hat sich viel Zeit gelassen, aber Zeit abzuwarten, was die parlamentarische Debatte ergibt, ist jetzt wohl nicht mehr vorhanden. Ein Wort noch zum Änderungsantrag der LINKEN. Ich verstehe, was Sie erreichen wollen, Herr Schalauske. Aber es ein kleines bisschen gerechter zu machen für einige, ändert eben nichts daran, dass der Gesetzentwurf grundsätzlich ungerecht ist. Gut. Unser Fazit bleibt, Hessen hat verschlafen, ein gerechtes Steuermodell umzusetzen. Der hessische Sonderweg belastet Mieter und begünstigt Reiche. Und das, obwohl Olaf Scholz vorgemacht hat, wie es besser gehen kann. Sie reden hier die ganze Zeit von weniger Belastung für die Verwaltung, von Einfachheit. Uns hingegen geht es um gerechtere Steuern für Bürgerinnen und Bürger. Das ist mit Flächenmodellen nicht zu erreichen. Wir lehnen weiterhin beide Gesetzentwürfe ab. Herzlichen Dank. Als nächstes bitte ich nun Herrn Pfohl von der AfD ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir debattieren heute einmal mehr über die Reform der Grundsteuer. Es macht wirklich keine Freude, immer und immer wieder über die Reparatur einer im Grunde überflüssigen Substanzsteuer zu diskutieren, deren eigentlicher Sinn lediglich der Einnahmevermehrung ist. Die Regierungsbündnisse auf Bundesebene konnten sich leider nicht dazu durchringen, endlich eine von vielen Seiten dringend angeratene, umfassende Steuerreform in Angriff zu nehmen, um diese antiquierte Grundsteuer abzuschaffen. Dazu war in der Vergangenheit weder die Große Koalition von CDU, CSU und SPD bereit, noch reichte es dafür der lautstark postulierte Fortschrittsanspruch der neuen Ampelkoalition. Was die Bürger wollen, ist klar. Am liebsten wollen Sie die Abschaffung dieser unzeitgemäßen Grundsteuer. Das entspricht nicht nur dem gesunden Menschenverstand. Auch im Rahmen der Anhörung wurde dies wiederholt zum Ausdruck gebracht. Ich will hier beispielsweise nur auf die Ausführungen der hessischen Unternehmerverbände verweisen. Aber wenn man diese Uraltsteuer auf Bundesebene schon nicht abschaffen will, dann sollten wir unseren Handlungsspielraum auf Landesebene voll ausschöpfen und die Umsetzung so einfach und gerecht wie möglich gestalten. Wenn man sich die vorgelegten Gesetzentwürfe, insbesondere den der Landesregierung, anschaut, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Überzeugend sind sie aber beide nicht. Zugegeben, sie sind nicht so schlimm wie das Bundesmodell. Und der Gesetzentwurf der FDP ist besser als der Entwurf der Landesregierung. Aber zu weniger Bürokratie, mehr Gerechtigkeit und vor allem mehr Gemeinwohl tragen beide nun wahrlich nicht bei. Nehmen wir zum Beispiel den allseits postulierten schlanken Staat. Die Landesregierung bewirbt ihren Entwurf damit, dass er deutlich unbürokratischer sei als das Bundesmodell. So sieht die Landesregierung für ihr Modell lediglich 200 zusätzliche Haushaltsstellen in der Steuerverwaltung sowie zusätzliche Stellen in der Oberfinanzdirektion Frankfurt und in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung vor. Als wesentlich realistischer sehen wir da die Einschätzung der Vertreter der Deutschen Steuergewerkschaft. Diese ging in der Anhörung von mindestens doppelt so hohem zusätzlichen Personalbedarf aus. Ich glaube, dass selbst
die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung es lieber sehen würden, wenn man diese zusätzlichen Mitarbeiter und die Steuermittel für andere kommunale Zwecke einsetzen könnte. Übrigens, mit deutlich weniger Personal hätte diese Reform in Hessen auch dann realisiert werden können, wenn die Landesregierung gemeinsam mit anderen Bundesländern ein Alternativmodell zum Bundesvorschlag durchgesetzt hätte. Zugegeben, der Entwurf der SPD käme mit deutlich weniger staatlichem Aufwand aus. Aber da wäre es doch noch einfacher, sich dem kürzlich verabschiedeten bayerischen Flächenmodell anzuschließen und die damit verbundenen Synergieeffekte zu nutzen. Es ist wahrlich an der Zeit, diese Alleingänge auf Landesebene zu überwinden. Was uns bei allen diesen Modellen aber viel zu kurz kommt, sind die Fragen der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls. Egal welches Modell umgesetzt wird, die systemimmanente Ungerechtigkeit der Grundsteuererhebung wird damit nicht beseitigt. Nehmen wir unser Bundesland mit Hebesätzen von 140 Punkten in Eschborn bis hin zu 1050 Punkten in Laudertal. Diese größte Spreizung aller Bundesländer ist weder nachvollziehbar noch irgendeinem Bürger begreiflich zu machen. Und nach der Reform, was soll es neben der Grundsteuer A und B auch noch die Grundsteuer C geben? Der Bürger wird sich freuen, richtig begeistert wird er aber erst sein, wenn Sie feststellen, dass die Steuerbelastung für viele Mieter und Eigenheimbesitzer nach der Reform noch erheblich ansteigen wird. Es ist doch vorhersehbar, dass es mehr Verlierer als Gewinner geben wird. Der Appell der Landesregierung an die Kommunen, durch die Reform die Steuereinnahmen nicht zu erhöhen, ist zwar gut gemeint, aber angesichts der im großen Ausmaß gestiegenen finanziellen Belastungen unserer Kommunen doch ein recht unrealistisches Wunschdenken. Schon in den vergangenen 10 Jahren hat sich der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B in unserem Lande um 70% erhöht. Und jetzt geht die Landesregierung davon aus, dass bei einer Neufestlegung der Hebesätze durch die Reform keine weiteren Anhebungen vorgenommen werden. Wie naiv kann man noch sein? Was im Rahmen der Anhörung selbst einigen Vertretern von Schwarz-Grün zu denken geben müsste, ist eine Formulierung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. In seiner schriftlichen Stellungnahme hat er davon abgeraten, ich zitiere, das Ziel der Aufkommensneutralität öffentlich zu kommunizieren. Die Begründung, Zitat, sie wird absehbar auf der vielbedeutenden individuellen Ebene auf breiter Form verfehlt werden. Auf breiter Form verfehlt. Meine Damen und Herren, wenn ein wahrlich gewichtiger Befürworter der Grundsteuer die Wirkung Ihrer Reform schon so einschätzt, dann sollten Sie vielleicht doch noch einmal über die Obergrenze bei den Hebesätzen nachdenken. Die AfD hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Neuregelung zu erheblichen weiteren Belastungen kommen wird. Doch gerade bei den Spitzensteuersätzen empfinden dies die betroffenen Bürger verständlicherweise als zutiefst ungerecht. Deswegen hat die AfD einen Antrag eingebracht, der zumindest in diesem Bereich einen Riegel vorschieben würde. Und es ist kaum nachvollziehbar, dass Sie diesen Vorschlag so leichtfertig abgelehnt haben. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten die Befürchtung ausufernder Hebesätze zu Recht als äußerst realistisch eingeschätzt, als sie in § 26, Herr Schalauske, das Gesetz die Möglichkeit von Höchsthebesätzen verankerten. Wir können Sie nur noch einmal auffordern, diese Klausel zu nutzen. Wenn es uns als Landesgesetzgeber schon die Möglichkeit gegeben wird, dass wir zumindest die krassesten Ausreißer unterbinden können, dann sollten wir dies auch tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat nun Frau Schott-Sauer das Wort. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, man soll ja auch loben. Zum einen Lob an die Frau Kollegin Dahlke.
endlich einmal ein Mitglied der GRÜNEN-Fraktion, das sich über den heutigen Ampeltag freut. Weiterhin möchte ich die Chance ergreifen, für ein kluges, für ein transparentes und ein planungssicheres Grundsteuermodell zu werben. Und, werter Herr Minister, ich beginne ja die Reden im Haushaltsbereich nicht häufig so, aber ich möchte die Landesregierung auch einmal loben, denn wir Freien Demokraten, jetzt wird's gefährlich, ja? Wir Freien Demokraten freuen uns, dass auch die Landesregierung nachhaltig erkannt hat, dass das sogenannte Scholz-Modell zu kompliziert, zu bürokratisch, zu intransparent ist. Und deswegen war der Schritt zur Nutzung der Länderöffnungsklausel, für die wir sehr gekämpft haben, in Berlin definitiv ein richtiger. Und das kann man an dieser Stelle auch einfach einmal anerkennen. Die Chancen waren gut. Das Feld bereitet, ein einfaches Modell auf den Weg zu bringen, ein Modell, das nicht so etwas Banales wie eine Steuer auf den eigenen Wohnort unnötig verkompliziert. Ich erinnere mich, dass die Union im Bundestagswahlkampf, ganz so arg lang ist es noch nicht her, dafür geworben hat, das Steuermodell zu vereinfachen, zur Entbürokratisierung Familien und Unternehmen zu entlasten. Und tatsächlich hat die Schwesterpartei aus Bayern, ja immer sehr lautstark unterwegs, in ihrer Landesregierung ein reines Flächenmodell durchgesetzt, das diese Anforderungen erfüllt. Jeder Bayer kann jetzt in wenigen Sekunden seinen Steuermessbetrag errechnen. Und auch die Gemeinden, viel zitiert, die können durch dieses kluge Modell in kürzester Zeit ihre Steuereinnahmen für die nächsten Jahre vorausplanen. Und ich denke, auch da sind wir d'accord. Planungssicherheit für die Kommunen ist ein wichtiges Gut. Und auch Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, haben im Bundestagswahlkampf auf Ihren Wahlplakaten betont, man schaut sie an, auch, dass Sie sich ein Land wünschen, das einfach funktioniert. Sie haben das eben beschrieben, liebe Frau Kollegin Dahlke. Sie müssen aber dann eigentlich anders votieren, nämlich für unser Modell. Und Sie haben doch auch zusammen mit der Union in Baden-Württemberg gezeigt, dass Sie ein zwar nicht ganz so unkompliziertes wie in Bayern, aber immer noch einfaches, transparentes und vor allen Dingen leicht verständliches Grundsteuermodell auf die Beine stellen können. Sie haben also im Süden unseres wunderschönen Landes gute Vorbilder, werte GRÜNE, für einfache Grundsteuermodelle. Aber leider, der Süden wirkt in Hessen nicht so recht. Sie haben sich dazu entschlossen, das einfache Flächenmodell um eine unnötig komplizierte Variable zu ergänzen, das Faktormodell. Während also unsere Nachbarn auf Basis bestehender Daten schnell und einfach die Steuer berechnen, will Herr Boddenberg in Hessen erst einmal 3 Millionen Immobilien bewerten lassen. Und wofür? Damit der Nachbar mit der besseren Aussicht ein paar Euro mehr Steuern zahlen muss. Die daraus resultierende Steuererleichterung oder Steuerverschärfung wird für die meisten Haushalte bei wenigen Euro liegen. Sehen wir aber doch einmal dagegenüber. Was ist dann noch das meistgenutzte Wort in politischen Debatten? Entbürokratisierung. Nur leider wird es kaum gelebt. Sie schaffen hier wieder einen riesigen Verwaltungsaufwand, der nebenbei bemerkt auch alle 14 Jahre wiederholt werden soll, um einen angeblichen Gerechtigkeitsfaktor unter das Volk zu bringen. Das dafür sorgt, dass laut Angaben des Finanzministers 420 Beamte und Angestellte in den Finanzämtern herhalten sollen, während die durchschnittlichen Grundsteuereinnahmen der Gemeinden nicht steigen sollen. Es ist doch eine einfache Rechnung. Wir sind ja mitten in den Haushaltsberatungen. Das Geld wird an anderer Stelle fehlen. Wir kommen morgen noch zum Thema Personal. Die 1,2 Milliarden, Herr Finanzminister, die die Gemeinden an Grundsteuereinnahmen haben, sollen aus angeblichen Gerechtigkeitsgründen von einem riesigen Behördenapparat zerstückelt und verschachtelt werden. Während also Tante Erna in Zukunft vielleicht 20 Euro an Grundsteuer spart und Onkel Klaus 10 Euro mehr, zahlen Sie, unsere Bürgerinnen und Bürger, letztlich alles doch dank der wachsenden Verwaltung durch die Steuern. Und das ist eine Milchmädchenrechnung.
Das fühlt sich nicht nach Gerechtigkeit an. Das ist unehrlich. Auf der einen Seite, Herr Boddenberg, wollen Sie als Konjunkturminister bekannt werden, der Hessen mit neuem Aufschwung im Duo mit dem Wirtschaftsminister aus der Pandemie führt und nehmen dafür sogar einen verfassungswidrigen Schattenhaushalt in Kauf. Doch jetzt, wenn Sie die reale Möglichkeit, handwerklich die reale Möglichkeit haben, das Leben für die Bürger und Unternehmen unkomplizierter, transparenter zu gestalten, wenn Sie die Möglichkeit haben, Mehreinnahmen für öffentliche Investitionen zu nutzen, dann nehmen Sie lieber das Geld für ein Konjunkturprogramm Ihrer eigenen Fachverwaltung. Liebe Kolleginnen der GRÜNEN, das ist Geld, das könnte man auch anderweitig sinnvoller, z. B. für Klimaschutzprojekte, ausgeben. Denken Sie doch einmal darüber nach. Und gestehen Sie sich doch einmal ein. Schauen Sie doch einmal die 16 Bundesländer an. Kein anderes Bundesland wird uns wegen der Faktorregel beneiden. Sie ist nicht nur unnötig und fadenscheinig, sie ist auch sehr zeitaufwendig und sehr teuer. Und was sich getroffen hat, zeigt eigentlich das ständige Geplärre. Also ziehen Sie die Reißleine und holen sich Nachhilfe von den Kollegen aus dem Süden. Wenn Sie uns schon nicht fragen wollen, wir kommen uns aber in der Ampel bestimmt noch näher. Oder von den Kollegen aus Hamburg, Olaf Scholz, an die Kollegen der Sozialdemokratie. Aber auch da sind die GRÜNEN ja in der Regierungsbeteiligung. Die Hanseaten lassen nicht alle Immobilien ihrer Stadt neu bewerten. Sie haben einen eigenen Weg des Flächenmodells entwickelt, dort in Hamburg. Dafür braucht es keine 400 Mitarbeiter im Finanzministerium. Und es wird trotzdem die Lage mit einbezogen. Hören Sie auf alle, die sich ein einfaches Grundsteuermodell wünschen. Denken Sie an die Mieterin, die Planungssicherheit haben möchte, je nach Betrachtungswinkel, aber zumindest, wie hoch wird dann die Umlage sein? Oder auf die junge Familie, für die die Berechnung der Grundsteuer beim Hauskauf eigentlich doch nur nach unserem Wunsch, Gemeinwunsch, nach Eigentumserwerb ein kleiner Faktor sein sollte. Hören Sie auf die durchaus verschriftlichten und deshalb nicht so arg interpretationsfähigen Stellungnahmen der Hessischen Industrie- und Handelskammer, Frau Kollegin Dahlke. Hören Sie auf die hessischen Familienunternehmer. Hören Sie auf die zahllosen hessischen Vereine, Haus und Grund, Frankfurt, die sich allesamt, muss man sich ja noch nicht schämen in diesem Land, dass man Eigentum hat, die sich allesamt klar und deutlich gegen ihr Modell und für ein reines Flächenmodell ausgesprochen haben. Und wenn Sie jetzt den Punkt erreicht haben, an dem Sie anfangen, Betroffenen zuzuhören, dann hören Sie auch auf die Hinweise der IHK, auch in den Anhörungsunterlagen der Unternehmer, dem Bund der Steuerzahler und vielen Fachstimmen zur Grundsteuer C auch. Die Grundsteuer C hat in der Vergangenheit keine Ergebnisse abgeliefert. Sie wird in Zukunft keine Ergebnisse abliefern. Erinnern Sie sich an 1961, als zum letzten Mal eine Baulandsteuer eingeführt worden ist. Statt eines Booms vom preisgünstigen Bauland, was man ja durchaus als redliches Motiv dahinter sehen kann, ist aber was eingetreten? Die Anzahl der Grundstücksspekulanten ist gestiegen. Wir Freien Demokraten haben damals diese sinnlose Steuer abgeschafft. Wir möchten das ungern hier in Hessen 60 Jahre später wiederholen müssen. Deshalb lassen Sie die Finger davon, und es braucht diese Steuer nicht. Trauen Sie sich, werte Kolleginnen und Kollegen, doch einfach noch einmal, es kommt ja noch ein Änderungsantrag der LINKEN, die, glaube ich, auch noch einmal eine dritte Lesung, also es ist noch einmal Zeit, innezugehen und gewisse Dinge wirken zu lassen, im ganzen Bundesgebiet einmal nachzuhören. Trauen Sie sich, das Gesetz noch einmal anzugehen. Sie haben einen guten Weg eingeschlagen mit dem Abweichen vom Scholz-Modell und sind am Ende aber falsch abgebogen. Korrigieren Sie Ihre Fehler zugunsten der Steuerzahler, der Bürgerinnen und Bürger von Hessen, den Unternehmen. Wir Freien Demokraten stehen gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.